Grüße. Hi, willkommen. Ja, online muss man ja andere Wege gehen wie hier vor Ort. So, wir haben natürlich momentan Streit mit einem Großhändler, mit einem richtig fetten Großhändler, der die Sachen natürlich tonnenweise einkauft, containerweise einkauft und uns dann, wie gesagt, diese Ware hat zukommen lassen. Ja, an sich wollte ich jetzt gar nicht so ein Bahai darum machen. Der Kunde war nochmal ein Schauspieler, der kommt auch zur Sendung. Er wird dann auch über diese Figuren reden. Denn er wollte die haben, die Figuren. Und die Kolleginnen und Kollegen waren auch gerade hier. Denn, ja, bald ist es wieder soweit, nicht nur die Sendung, sondern auch Star Wars Fans in Dortmund. Die Star Wars Fans in Dortmund, wir waren alle gerade zusammen, die waren wirklich hier. Denn es geht um diese Convention. Sci-Fi Fantasy am 5.8. bis zum 6.8. in der Eissporthalle, Freilaufhalle, Stubbelallee, blende ich euch ein. Wie gesagt, ihr wart auch gerade hier. Ich habe auch gerade einen Fax geschickt, weil jetzt dieser Großhändler plötzlich anfing, dass wir gar kein Einzelhandel werden. Also es wird ja immer bunter hier. Erstmal haben wir uns die Sache wirklich angeschaut. Ich meine, so eine Ware liefern. Jetzt kommt der Beruf. Ne? Ich bin nochmal Videojournalist und das steht auch so in den Papieren. So liefert man keine Ware. Nicht ein Großkonzern, der uns da einen erzählt, dass ich persönlich hergegangen bin und habe 3B-Ware bestellt. Ich habe keine 3D-Ware bestellt, sondern ich habe Ware bestellt für den Kunden. Wie gesagt, der kommt auch zur Sendung. Dann werden wir darüber reden. Wir nennen den Großhändler jetzt nicht, aber er ist ein Großhändler, der kann tonnenweise einkaufen. Auch wenn so ein Großhändler dann behauptet, wir wären keine Firma, wenn so ein Großhändler da behauptet plötzlich, die beliefern nur Einzelhandel, was sind wir denn dann hier? Also verstehe ich ganz nicht, wir machen das schon etwas länger wie sonst. Aber wie gesagt, egal. Wir sind Händler, wir handeln und wir handeln jetzt, indem wir das Video machen, beziehungsweise ich das Video mache. Lasst euch überraschen, am 25.05. kommt die Sendung. Und dann wären wir hier Star Wars Fans Dortmund e.V., ja, eingetragener Verein, das ist auch ein eingetragener Verein, Kostüm, wir haben uns gerade auch über die Kostüme unterhalten, wie wir die Kostüme noch bearbeiten und das alles. Das ist natürlich Spaß obendrein auch, das ist jetzt keine Fachfirma, sondern ein eingetragener Verein und wir sind die Fachfirma. Wir sind die Fachfirma, wir sind diejenigen, welche die Spots machen werden, wir sind diejenigen, welche die vor Ort specialige Sachen machen werden. Lasst euch einfach mal überraschen. Wenn die anderen so nach und nach in der Sendung auftauchen, in der Sendung werden die sich dann vorstellen und in der Sendung werden die dann auch einiges zu euch sagen. Na, also vergesst es nicht, DOCOM 2017, 5.8. bis zum 6.8. Und da lassen wir uns jetzt mal was einfallen. Wir lassen uns was einfallen, da schöne Sachen zu machen. Da werden auch Händler vor Ort sein, wo eingekauft werden kann. Ihr könnt schon mal anfangen zu sparen. Ja? Und alle, die Cosplay mögen, alle, die selber Cosplay mögen, sind natürlich total recht herzlich eingeladen, dahin zu kommen. Ja? Zur DOCOM. Ja, yeah. Zur DOCOM sollen die da erscheinen. Und wie gesagt, der Gastgeber ist der Star Wars Fanclub. Ja? Das wird noch alles schön gemacht. Jetzt wird wieder umgebaut, weil die Realkunden sich doch ein bisschen erschrecken, dass der Teufel hier ist und so, weil nicht alle so mit Star Wars sich identifizieren können. So, das war so eine Ansage schon mal, damit ihr Bescheid wisst. Wir waren stinksauer, kann ich auch gut nachvollziehen. Wie gesagt, die Clubmitglieder waren gerade da und haben sich genau das angeschaut. Ja, und haben sich auch gesagt, ey, doch nicht der, der kauft doch einen tonnenweise, palettenweise, containerweise, oje, oje, das kann es doch wohl nicht sein. Richtig, davon gehen wir auch aus. Aber uns eine E-Mail schreiben, dass wir dann keine Fachfirma sind, dass wir kein Einzelhandel sind, dann weiß ich es auch nicht. Also tut uns leid, lieber Großhandel, wir werden uns den Teufel tun, hier nur Figuren hinzustellen. Nur Figuren hinzustellen. Tut mir leid. Also Amazon brauche ich nicht erklären. Diverse andere Händler brauche ich nicht erklären. Und Toys R Us brauche ich nicht erklären. Wir machen unser Ding. Das ist unsere Firma. Wir arbeiten mit unserer Firma. Und wir arbeiten mit der Firma so, wie wir es wollen. Und nicht wie andere uns das versuchen zu diktieren. Dass wir obendrein auch noch Spezialfilme machen und so weiter. Das gehört eben dazu. Weil nur von Figuren kann keiner leben, denn wir bauen auch um und da seid ihr jetzt auch gleich recht herzlich willkommen.
Das, diese Bühne, wie gesagt, wird aufgelöst, weil wir das demnächst wieder hinten im großen Studio machen werden. Wir werden euch natürlich nochmal erklären, auch im Hintergrund jetzt mal eben schnell hochfahren, dass am 5.8. bis zum 6.8. der Verein euch einlädt, Cosplayer, alle Kostümträger ab nach Dortmund, auf die A40 kurz anhalten an der Dortmunder Halle vorbei, in die Eissporthalle reindüsen und dann seid ihr da. Eine riesen Convention wird da stattfinden, eine kleine Convention, eine Dokon. Es werden auch Schauspieler da sein. Es werden auch Star Wars Schauspieler dabei sein und wir werden da eine riesen Session machen. Wir werden eine riesen Session machen, so wie wir sie hier gemacht haben, mit der Green Box. Ihr seid dann wirklich mit den Leuten zusammen. Wir werden euch da einige Sachen machen, nur hier vor Ort machen wir es halt nicht mehr, weil die Leute sich halt erschrocken haben, weil die bösen Buben, die da stehen, doch boah, der Teufel ist. Ja, egal, wir sind immer Cosplayer, wir sind Kostüm, wir sind immer Einzelhandel, wir verkaufen Figuren, ja, und alles, wir machen alles. Wir gehören auch zu Games Workshop, wir sind der Sammelfiguren TV. So, wir machen das auf unsere Art, wir machen es locker. Funk, wir grüßen nochmal ARD und ZDF, RTL und Sat.1. Wie gesagt, das war die Showbühne, die wir aufgebaut haben, wo man dann sofort arbeiten kann, sofort Sachen machen kann. Ich überlege gerade, ob mir das vielleicht doch noch stehen lasse, weil wir ja die Sendung machen wollen, aber die Sendung können wir auch woanders machen. Kein Thema. Ihr seid, wie gesagt, total recht herzlich eingeladen zur Kostümgeschichte Star Wars Fan Dortmund e.V. Ich mache es mal eben auf die Schnelle. Ne? Jo. Ich werde auch die Werbung ans Fenster. Es kommt die Werbung ans Fenster. Ich werde das gute Stück auch rauf und runter fahren lassen. Ich werde jetzt schöne Sachen damit machen. Und dann laden wir euch mal tierisch ein zur Star Wars Fans Dortmund e.V. Star Wars Fans Dortmund e.V. Ja. Wir wollen nicht nur immer verkaufen, dafür haben wir andere. Aber wenn Großhändler einfach nicht mitmachen, wenn Großhändler uns halt hier defekte Ware liefern für richtig böses Geld, den Schaden haben wir, nicht der Großhändler. Der Großhändler hat sein Geld, der Großhändler ist okay. Wir waren nur ein bisschen irritiert, dass der Großhändler uns gesperrt hat, denn er hat doch solche Ware geschickt, nicht wir. Ja, wir sind ja nicht die Bösen, wir sind die Geschädigten. Ja, dass wir halt vor laufender Kamera das austendieren, aussprechen, darüber reden, das ist unser Beruf. Es ist unser Beruf. Wir haben nichts nur damit zu tun. Wir haben, wie gesagt, unsere Schauspieler hier. Hier ist Filmpool. Ja, ihr kennt das Revier. Ja, ihr kennt das Blaulichtrevier. Ihr kennt Achtung und das Ganze. Ihr kennt die Sendung. Dafür sind wir da. Das ist unser Job. So, und wer das in Zweifel, ist auch kein Thema, ist alles da. Steuernummer, alles da. So, also wie gesagt, ich hoffe, dass dieser Großhändler Einsicht zeigt, dass wir da auch wieder einkaufen können. Dann können wir euch die Sachen auch wieder verkaufen und auch anbieten. Wenn er es nicht macht, naja, müssen wir da durch. Dann müssen wir halt die Figuren woanders her beziehen. Müssen wir mal schauen, wie wir das auf den Weg bringen. Also ich begrüße euch total recht herzlich, Star Wars Fans, Dortmund e.V. Wie gesagt, und vergesst diese Convention nicht. Schreibt euch in euren Kalender schon mal Sci-Fi Fantasy 5.8. bis zum 6.8. Ja, macht es, tut es, vergesst es nicht. So, ihr erlebt gleich hier den Wahnsinnsumbau und dann fangen wir wieder von vorne an. Ja, und wir hoffen, dass der Großhändler Einsicht übt, ne? Und dass wir da wieder einkaufen können. Ja, versuchen wir. So, die Bühne ist weg. Die Bühne ist weg. Aber die Werbung, die steht. Die Werbung steht nämlich für den Verein. Für diesen Verein. Ja. Und zwar die Convention Fans für Fans. Am 5.8. Fans für Fans. 5.8. bis 6.8. Ja, und zwar lädt ein der Star Wars Fanclub Dortmund. Hier in Essen ist eben halt kein Fanclub möglich. Wir sind hier das Bollwerk in Essen mit dem Star Wars Fanclub, wo natürlich alle Kostüm- und Cosplayer vorbeikommen können. Überhaupt kein Thema. Wie gesagt, die Green Boxes haben wir wieder weggemacht. Das Fenster ist wieder clear. Die Leute können wieder reinschauen.
Dadurch wird der Shop auch wieder heller. Wir haben natürlich wieder immer noch unsere Figurenecke, ist ja klar. Also ihr könnt hier von 3 Reich US, Ditko, die gesamten Figuren haben wir im Sortiment und natürlich jetzt 40 Jahre Star Wars. Wir werden das Sortiment sicherlich auch wieder ändern, weil doch einige gerade auch vom Fanclub Zombie, die ganzen Zombies, ne? Okay, mal schauen, vielleicht auch Game of Thrones. Wie gesagt, Games Workshop unter Sammelfiguren TV könnt ihr euch auch anschauen. Es ist alles da. Tja, wer Figuren braucht, wer Figuren hätte, wer ein Cosplayer ist, da ist die Adresse. Da ist die Adresse, ein toller Verein. Ja? Die Star Wars Fans Dortmund sind ein eingetragener Star Wars Fan und Kostümverein. Yeah, ja. So, ihr seid also diese Werbung riesengroß an den Schaufenstern von außen zu sehen. Hier innen drin mache ich das sicherlich auch noch. Das kommt auch noch jetzt hier vorne und das werde ich euch dann auch zeigen. Und hier ist natürlich das Fotostudio gerade kräftig am Arbeiten. Da wird das Fotostudio gerade vorgestellt, wie man da die Fotos bearbeitet. Ja, so ist das Leben jetzt.